Ein Hunderter! Ein Hunderter in einem... Überraschungseffekt. Sagen wir es wieder so. Das ist ja, ist ja eher überraschend als alles andere. Nun gut. Lecker, lecker Schnutz. Lecker Schnutz. Lecker, lecker Schnutz. Schnutz, Schnutz, Schnutz. Dann gehen wir jetzt in den Park. Jetzt machen wir wirklich Aufgabe 7. Ja, verfieselt. Mario Morgana. Die Typen immer wieder verlieren müssen. Da ist es, da vorne ist er. So, tschüss. Geh mal baden. Ja, ich auch so. Er wird aber immer langsamer, das ist schon mal schön und das heißt, er ist weg. Tschüssi, tschüssi, Kowska. Und das Wasser. Das Wasser. Mit dir. 51. Sonst wird dieses dumme, komische, dämliche Licht immer noch angepriesen. Und ganz ehrlich, das habe ich keine Lust. Ich finde die Aufgaben da einfach doof. Und ich habe da auch keine Lust. Und dann machen wir also dementsprechend das nächste Level. Nach diesem Level. Was sagst du? Mir schon bewusst. Das mache ich. Das tue ich. Ah, hier wären auch noch Plakate gewesen. Die 100er. Das ist einer der schnuckligsten Level, die jetzt kommen. Das ist das nächste Level. Obwohl man schnucklig nicht sagen darf in dem Fall, oder? Na gut, wir gehen trotzdem rein. Magische Mantas. Und damit schauen wir uns den Sonnenuntergang an. Ja, es soll eigentlich dieses Spiel in dem Falle symbolisieren, wir sind kurz vorm Ende. Wir können unseren Urlaub genießen. Endlich anfangen zu genießen. Schwimmende Runde. Schön durch die Wellen. Sehen am Vergnügungspark die Sonne untergehen. Im Hafen. Möwen fliegen. Da hinten eine blaue Münze liegen lassen. Nehmen wir auch den Export mit.
und schwimme nun wieder zurück zu irgend so was Ekligem da. So, wir benutzen diesen Trick jetzt hier. Nämlich bisschen mehr Wasser gleichzeitig versprühen und damit eigentlich sehr viel Schaden anrichten. Wir sprechen mit dir. Ja, das ist unser Endgegner. Ist das Ding nicht putzig? Ja, natürlich verschwinden jetzt alle. So, dieses unser Wasser ist alle. Ja, das ist das Negative an dieser Mission, dass wir sehr viel Energie verlieren. Wir also auch wirklich schnell Energie wieder sammeln sollten. So, und jetzt müssten wir eigentlich, dadurch, dass wir jetzt ganz, ganz, ganz viele... Ich glaube, ich habe gar nicht viel gesehen. Dass wir ganz, ganz viele nach diesem ganzen Zerstören, nun die alle klein jetzt mittlerweile liegen sollten. Das sieht unmöglich aus. Ich will jetzt noch ein paar große suchen. Na, wo seid ihr? Na, wo seid ihr? Gott sei Dank ist das hier nicht auf Zeit. Ah, da ist er. Da ist einer. Da zum Beispiel war einer. Ja. So, und die können uns halt einmal alles schaden. Die legen hier auch so kleine Linien, die ihr sehen könnt. Also klein sind auch nicht. Aber die Hauptader hier, die ist ja schon voll in Vergessenheit geraten. Dümpelt ihn hinten rum. Ich dachte, ihr wollt jetzt hier alles verschmutzen. So. Da war alle großen besiegt. Das heißt, jetzt greifen sie uns erst an. Attacke der Kleinen. Damit sie doch noch eine Chance haben. Oh, wir müssen doch wieder Energie holen. Auch wenn das noch ganz wenige sind, aber trotzdem. Nur lieber Energie nochmal zu holen. So. Thank you.
So, und das ist das Zeichen. Alle besiegt. Und der ganze Schmodder hier auch auf einmal weg. Alles weg, das Hotel kommt wieder. Super, Hotello. Yeah, wir haben die Mantas besiegt. Und können ganz, ganz beruhigt sagen, wir haben das Hotel gerettet und können gleich einchecken. Und ihr beschwert euch trotzdem noch unfassbar. Immer dasselbe mit... Ja, ist immer dasselbe mit Touristen. Beschweren sich überall und immer. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Also, bis dann und ciao.